schlechteste Woche des Jahres. Ja. Naja, okay, des Jahres, aber der letzten Zeit. Ja, wie gesagt, also mein Latein ist mittlerweile ziemlich am Ende. Und auch nicht so wirklich weiter. Ja. Aber ich habe jetzt erstmal die Seite ein bisschen umgestellt. Ich mache dann nachher oder morgen noch das obere Menü, dass da nur noch das Nützliche drin ist. Dann warte ich auf die Tabelle von Markus. Die binde ich damit ein und dann noch Teamspeak rein, damit wir erstmal da übersichtlich was Feines haben. Ah. Ja, komplett, oder? Jo. Sind wir. Bisschen. Hast du Aufstellung so lassen oder was? Nee, war. Alle zufrieden, wo sie sind? Ja, würde ich mal Ja. sagen. Laut den Positionen hier, die wir haben, passt das ja. Ja. Ja, denn. Also falls hier irgendjemand ist, der irgendwie Probleme mit Kommentare hat, ja, ihr müsst euch einfach nur ein neues Profil anlegen, das Dann ist alte der dann Pro auch löschen. weg. Nee, 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 der Pro bleibt erhalten. Du musst ihn dir halt nur noch mal kurz mal einstellen. Wenn du ihn dir einstellst, hast du noch nicht die Fähigkeiten, die er vorher hatte. Dann musst du einmal rausjoinen, wieder reinjoinen und dann kannst du dir alles wieder so hinschmieden, wie du es willst. Also es ist alles Account gebunden. Wollte ich gerade Nicht sagen, Profil gebunden. dein Pro läuft doch komplett online auf Ja, den ja. ihren Servern. Das ist ja das Schöne. Bis jetzt auch noch keinen Cheater gesehen, oder? Nee, noch Nee. gar nicht. Das ist echt angenehm, muss man ja mal sagen. Ja. Selbst Cookie reißt sich zusammen. Ja, außer dieser komische Rico. Ja, unfair, der kann sich jetzt gerade nicht wehren. Ist mir scheißegal. Oh Mann, ey. Da habe ich echt verpasst, noch ein, zwei Tore zu machen. Das ärgert mich. Am Anfang war ich echt voll am Drücker. Erste Halbzeit. Also bei mir steht definitiv fest, wenn ich gegen Mops verliere oder gegen Uwe, dann hörst du sofort auf. Ja, das geht gar nicht. Was? Passieren, hallo? Das kann immer passieren, nur Ey, kann hast du immer schon, passieren, du aber dann hast nicht auch zum im fünften Spiel das Mal hintereinander. angemerkt wieder. Der Rico hat das selbst gesagt, ne? Der meinte auch so, ich kenne das so, der hat das auch schon ein paar Mal, dass er sagt so, der merkt richtig, dass das Spiel sich da verschlechtert. Also, ne? Boah. Bin ein gutes Beispiel bei mir und Koki, Alter. Das erste, er führt, gut, ich habe Scheiße eingestellt, war auf jeden Fall mein Fehler. Und danach kriegt er gleich drei Dinger. Und das war auch nicht geplant, hundertprozentig. Danach war ja dann... Hier. Oder Stefan? Vier Dinger habe ich gleich am Anfang. Ach ja, stimmt, vier Dinger. Ja, stimmt. Alles... Aha. Was? Schön mit Hier Öl. los hier. Und alles durch Flanke und Ja, Eckball, zwei ne? Ecken und so, ja. Total komisch Tor. Was? Ja, aber wie gesagt, ich meine, das ist ja auch offiziell, dass es halt da so eine Spielbeeinflussung gibt. Ja, aber halt, ich finde bei Online, also hier bei Freundschaftsspiel geht das noch, aber wenn du Saisonspiel ist, ja, das ist manchmal richtig krass. Sobald du da gegen ja ein Spiel, der eine schlechte Statistik hat, ne? Also zum Beispiel mehr Niederlagen als Siege und so, ey, ist das voller Krampf, ey. Naja. Heißt ja nicht umsonst, die Mannschaften passen sich gegenseitig an, ne? Oh Mann, ey. Ja, aber ich finde es halt ein bisschen schade, weil die das halt so einen Tacken zu krass gemacht haben. Nur so, sag ich mal, 10% weniger, weißt du, dass das nicht so auffällt. Du merkst das beim Spielen schon, weißt du? Du merkst, du bist machtlos, so. Du kannst nichts dagegen tun. Du wechselst einen Spieler, auf einmal bleibt der stehen, obwohl der das nie macht, weißt du? Ja, Das sind oder auch so wo du das leere Sachen. Tor da hast, normalerweise, der geht eigentlich Ja? immer rein und der schießt irgendwo da 5 Meter vorbei. Und ich habe das schon echt vorsichtig gemacht. Ich habe extra nochmal angenommen, zweimal kurz angetippt, ne, den Stick genau Richtung Tor so gehalten. Aber das muss drin sein, das Ding.
Aber wie gesagt, das ist halt, wenn dieses Momentum nicht auf unserer Seite ist oder auf deren Seite, wie auch immer, dann ist das einfach so. Man muss da halt da durch. Ich meine, wenn du das überstehst, diese Phase, dann geht's eigentlich ja auch wieder. Dann kann sich das ja auch wieder wenden, ne? Je nachdem. Ja, es gibt dann halt so ein, zwei Situationen, wo das, wo du dann mal so eine, halt, ne, wo das halt wieder ausgeglichen ist. Und wenn du das dann nicht nutzt, dann ist irgendwie, ja, ganz schön vergessen. Ah, genau. Das waren übrigens 8 Spieler. Ja. Boah. Oh. Was hältst du denn? Willkommen im Stadion. Immer wieder diese schöne Ungewissheit. Manni Breukmann und Frank Buschmann sind ihre Kommentatoren. Ja, und wir freuen uns auf Manni. Hoffentlich klasse Fußball. Oh. Oder der Schiedsrichter verpfeift das komplette Spiel. Oh ja. Das war bei mir und Disziplin so, Alter. Die ganze Zeit irgendwelche Drecksfouls. Ja, eigentlich nicht weiß. Manometer. Ah. Ja, mindestens. Schön. Schön. Boah, ey. Komme. Scheiße. Mitte, Mitte, Mitte. Oh nein, drückt. Okay. Oh. Und die Situation ist gereinigt. Wen hat er gut abgebrochen? Schade. Ich schieße kurz schnell, ja. Okay. Oh! Oh. Ja, noch eine. Diesmal lang. Müssen wir mal kurz gucken. Ne, näher, da grün, weiter noch zurück und näher ans Tor. Jo, so. Boah! Ja, aber, ja, yes. Geiles Ding! Jetzt so, bam! Geil. Oh, ich hasse diesen... Das macht immer Christoph, ey. Was? Ja, dieses Hinfallen. Fisch? Brett. Ja, diesen Fisch da, also dieses Springen. Oh. Bei jedem Tor. Hat er sich abgeguckt. Ja. Muss voll neues Ding. Na, machen wir den Balotelli. Den muss aber jetzt kaufen. Hab ich. Ich hab einen Surfer. Aber der surft nie. Irgendwas falsch. Also ein, zwei Mal hab ich's geschafft, aber die letzte Zeit nicht mehr. Und ein Durchstoß. Mann, jetzt bin ich hier voll 1-1 und lauf den Ball hinterher, Alter. Das sollte ich mal lassen. Jetzt müsste die Flanke kommen. Jetzt ist Tor. Hochgeklärt hier und damit ist die Gefahr erstmal gebannt. Ich laufe auch um, wo die Falschgeld hier. Ach Gott. Sag mal so, wir führen. Ne? Wie lange das so ist, ist schon mal gut. Die Situation hat er genau richtig eingeschätzt. Abseits, glaube ich, ne? Ja. Ja. Schade. Schade.
nochmal lang, oder? Oder wo wollt ihr denn haben? Mir ist egal, ich bin da. Ja, gelb. Ist ja. Boah, also nicht. Lang. Zu kurz. Ja. Der Torwart kam da auch wieder so rausgeglitscht. Rausgeglitscht? Ja, diese Glitschi-Spiele, jawoll! Schön! Andere Seite! Drin! Ah, oh Gott sei Dank! Schön, schönes Ding. Na, jetzt versuchen wir nochmal zu surfen, egal. Bonze! Bonzema! Andere Seite, ich sag andere Seite, Alter, da war gedeckt. Ich hab nur einen blauen Flitz gesehen. Er attackiert ihn, er will den Ball. Ja, schade. Ja, das war abseits. Ja, ganz klar. Gibt's keine Replays mehr oder? Boah. Sehr geil, ich mach Vorteil. Und hier vorne, hast du gesehen? Ja, geht voll ab. Voll Schlachtfeld hier. Ah ja, noch fester bitte. Andere Seite, komplett andere Seite. Ja. Nochmal. Jetzt hat er den Platz, den er braucht. Oh, schade. Ja, oh. Das ist jetzt hier aber drin sein. So, da kann man sehr, sehr schön erkennen, was gute Verteidigungsarbeit, was eine gute Deckung ausmacht. Vor dem Wiki. Ein wunderschönes Zuspiel. Da ist er wieder, der Spezialist für die Kreischung. Ja, Gott, das war kacke. Wieder andere Seite. Immer noch. Jo! Yes. Schönes Ding. Das ist die Situation. Schön. Richtig bitter. Sieht total einfach aus in dieser Situation. Die das mal durchziehen, die Jungs. Man muss genau hier stehen. Hoffentlich. Ja. Ein bisschen sehr einseitig. Ist aber auf Platz, sauber. Pass. Ja, so kann es weitergehen. Ja. Oh. Ja. Für die Galerie. Ah. Aggressives Tackling. Herein. Schön. Nochmal früh. Jawohl! Nochmal früh. Nein, das ist nicht das. Meine Team. Warum? Da ist er! Nein, da war er! Jetzt weiß ich es wieder. Ganz klare Führung jetzt. Wir wollen noch einen Tor. Das ist ja erst Halbzeit, ich dachte, ah, komm. Ich bin schon nur zwei. Jetzt hat der Schiedsrichter die erste Hälfte abgepfiffen. Da ist längst nicht alles so nicht schlecht, wie man das vorher erwartet. Und die KI hat es eingeleitet. Sieger, Blamage in diesem Spiel, aber es sind ja noch 45 Minuten.
Aber guck mal die Gesichter der Fans. Eine Halbzeit, das schafft man sonst nicht in zwei, drei Spielen. Vielleicht. Ja, darfst du jetzt nicht vergessen, das ist jetzt auch 5. Liga, ne? Was? Wir sind 5. Liga. Achso. Okay. Ja, nee, ist ja kein Thema. Aber das erklärt eventuell die Schwäche. Obwohl es schon extrem ist, ne? Auch für 5. Liga finde ich das heftig. Ja, ich denke mal, dass wir irgendwie so eigentlich uns in der 3. halten können. Ja gut, der Problem ist ja halt, ne, das verknubbelt sich irgendwo alles oben. Ne? Ist ja nicht so, dass zum Beispiel nur 10 Mannschaften in der ersten spielen können oder so. Nee, ja dann... natürlich nicht. Ach nee? Ach nee. Doch? Nee, das geht doch gar nicht. Nee. Nein, das kann sich nicht so knubbeln. Ich meine, ein bisschen, ja, aber nicht so extrem, weil es muss ja auch dann mal jemand verlieren. Also du steigst ja dann gezwungenermaßen. Boom. Oh. Ah, schieß doch gleich, Mann. Es soll sich klauen. Er bringt die Kugel nicht unter Kontrolle. Schon ist sie weg. Gottes Willen, ey. Nochmal sofort. Schade. Ja, boom! Oh ja. Schön. Und der kommt genau an. Ah, sorry. Hey! Junge! 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 Ah. Komm da! Yes. Alter. Woanders. Ich glaube, die haben mich nochmal gefoult, oder? Ja, ich glaube Tim. Beim Passen, beim Zurücklegen haben sie sich übrig. Kein Rot. Der Ball war auch gar nicht da. Kriegst du so auf, Alter. Geh weg da jetzt. Oh ja. Wunderschönen guten Abend. Alles klar. Servus. Na, alle fit. Ach man. Ich war's diesmal nicht. Jetzt drehen die das Ding, jetzt waren die ein Tränen-Ding. Pass auf. Passt alles, echt. Nix gewillt. Mitte läuft da. Ja. Also nicht ich, aber. Ja oh. Schön. Sauber. Schöne Pass. Dieser Junge wird sich wünschen, heute Abend wieder zu Hause zu sein. Ich hab's wieder falsch. Aber Manni, da müssen wir auch überhaupt nichts beschreiben. Wir brauchen noch ist eine... Entscheidend in dieser besteht Situation diese... 5-0. Was? Hammer! Ja, wir können's. Man darf's halt nicht vergessen, das ist 5. Liga, ne? Ja, da haben Brocki und ich euch hingebracht. Der YouTube macht, gewinnen wir mal hier Motivation. Ey. Auch übrigens. Auch dabei. Na guck mal, sie finden sich Schuldige, die melden Mitte, sogar freiwillig. Hey, Mann, ey. Pfeift doch. Der hat doch Vorteil angezeigt, oder nicht? Nee, also. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall haben wir einmal auf die 5. Liga. Ey, ich hab gepasst! Ich hab gepasst! Ich wollte den direkt spielen, da oben. Hat er nicht gemacht. So ungefähr. Na, der wäre auch scheiße gewesen. Ja, da schaut er sich nach Hilfe. Hat er. Komm doch, geh. Oh. Sicher in der Ballbahn. Touré. Oh, schön. Passt. Torwart, andere Seite. Ja, sauber. Ja. Nein. Boah, Tor. Der das Tor schießt, darf kein Torjubel machen. Jetzt länger. 6-0, glaube ich. Ja, Deiko muss auch noch eins machen. Hätte er nur Spiel brauchen. Ich hab doch auch noch keins. Was auch noch keins? Ich glaube nicht.
Oder in die Latte da. Die Fans, die freuen sich über solche präzisen Anzeigen. Ja, genau. Wie stellt euch noch? Ihr seid auf Kopi. Schön. Nein! Fotze! Ja, der war schon. Oh, da wollte ich gerade schießen. Außerdem hätte er es ruhig pfeifen dürfen, ja. Nur mal fürs Protokoll. Oh, schlecht. Alter, Alter, wie viele Leute denn? Hep. Naja. Ich drehe den mal ins Tor rein. Hey! Verletzt. Er versucht den Ball abzugrätschen. Er sieht so aus, als würde die Gabel. Ja, sauber. Freistoß mit. Nein! Jesus! Und dann zappelt das Ding. Wunderbar. Freistoßpräzision habe ich hier. Habe ich da. Jetzt habe ich recht Freistöße rein. 7-0 und wir spielen noch eine Viertelstunde. Oh, nice, ey. Spiel mir den doch, du bist doch so blöd. Ich hab einen Kram. Passiert. Boah, das war eine Flanke. Sorry. Ja. Ich wollte nicht so nah ans Tor. Ja, und, Jo! Oh! Nee, ich komme! Geht gleich wieder ein Kram. Jo! Hey! Ich bin mal da geblieben. Scheiße. Jetzt wird es plötzlich. Abseits. Der ja. Ja, glasklares Abseits. Jawoll. Ja, links raus, Alter. Oh, nur einen normalen Pass machen, ey. Mit meiner gewesen. Mit Krampf. Ey. Jetzt sollen die Gäste verstärkt auf Abseits spielen, wenn ich das richtig beobachte. Ja, war die Chance so zu sein. Hoffentlich haben sie das gewusst. Ey. Ey. Ja, da ist er! Da ist der Surfer! Das hat auch selbst die Höhe einfach immer nicht gedrückt. Schönes Ding, ey, auf jeden Fall geil. 8-0. Ja, das sieht langsam düster aus für die Mannschaft, die zurückliegt. Ich bin auch immer hier rum. Vor allen Dingen gegen 8 Leute, ne? Mal so nebenbei. Ja, ja, für jeden ein Tor. Ich hab noch keins gemacht, ey. Oh, was? Mann. Ich wollte den Bonze geben. Also ich häng hier. Ich kann nicht laufen. Kann nicht mehr gehen. Das war zu ungenau. Davon hat der Verteidiger sofort profitiert. Ach. Ja. Immer dann. Was für die? Lol, ich lauf schon dahin. Der liegt. Doch, ich hatte eins. Da war irgendwo war ein. Was? Der hat mehr wie ich. Ich hab 4 Tore und. Ja, ja, ja. Eine Vorlage. Du stufst dich als Egoist ein. Ja. Gibt's Videos dafür. Also das ist mit das dominanteste. So, schön. So kann man noch ins Bett gehen. So, liebe Zuschauer, das war's für heute. Manni Beugmann sagt auf Wiedersehen. Tschüss, bis die Tage. Ein Spiel noch. 3 Punkte. So sein und sonst zum Aufstieg in die 4. Ja. Ja, holt das da mal eben noch.